Was macht man daraus? Das würde ich jetzt gerne vertiefen mit einem Mann, der regiert hat in Brandenburg sehr lange, auch erfolgreich SPD-Ministerpräsident war. Er war auch mal SPD-Parteichef, deswegen kann man ihn durchaus auch zu seiner Partei fragen und der Frage, was macht die jetzt da in der Zukunft daraus? Hier ist Matthias Platzek. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Platzek. Herr Platzek, 2013 hat Dietmar Woidke, der noch Ministerpräsident, wahrscheinlich wieder Ministerpräsident, von Ihnen das Amt übernommen. Sind Sie eigentlich heute froh, wenn Sie sich das so anschauen, das Durcheinander, was passieren kann, dass Sie diese Art von Kämpfe nicht mehr führen müssen? Alles hat seine Zeit, aber ich habe Dietmar Woidke auch gesagt, nach dem Wahlsieg, über den wir uns alle sehr gefreut haben, trotz alledem, dass ich ihn nicht beneide. Es klang ja eben schon an in der Debatte, die Aufgaben sind ja nicht weg und ganz im Gegenteil, es wird kompliziert, es wird schwierig. Der Landtag, das Landesparlament hat sich in der Zusammensetzung sehr geändert und sind neue Kräfteparallelogramme entstanden und die Menschen erwarten jetzt auch was, weil man hat sich, eben kam die Äußerung, es sind zweimal Ängste gewesen, die Wahl mitbestimmt haben. Ja. Und jetzt hat die neue Regierung 5 Jahre eine Chance und die muss auch genutzt werden, den Menschen einen Teil dieser Ängste auch zu nehmen. Und das wird eine große Aufgabe sein. Wir blicken am Anfang mal zurück auf diesen einen Moment, wo Sie 2013 eben zurückgetreten sind aus gesundheitlichen Gründen. Und achten Sie bitte mal auf den Mann, der neben Herrn Platzek sitzt. Das ist nämlich Dietmar Woidke. Es gibt inzwischen eine Tradition in Brandenburg. Die haben, wenn man von sowas schon nach 2 Ereignissen sprechen kann, Manfred Stolpe und ich, begründet. Das heißt, wer hier Ministerpräsident wird, muss 11,5 Jahre Ministerpräsident bleiben. Das passt gut, weil in 11,5 Jahren wäre die nächste Landtagswahl 2024. Und bis dahin müsste Dietmar Woidke dann, wenn er diese Tradition fortsetzen will, auch Ministerpräsident bleiben. Auftrag erfüllt, ne? Auftrag erfüllt, er bleibt es wahrscheinlich noch, aber der Preis, den auch dann die politische Landschaft zahlt, der ist hoch. Die Grünen, deren Teil Sie mal waren, jedenfalls im Osten, sind weg. Die Linke, mit der Sie mal koaliert haben, ist weg. Die AfD hat eine Sperrminorität. Ist der Preis zu hoch gewesen, den Dietmar Woidke da gesetzt hat, indem er gesagt hat, ich oder die AfD? Also ich glaube, man kann ja bestimmt vieles vorwerfen und konstruieren, aber dass man einem Wahlkämpfer vorwirft, dass er sich darum bemüht hat, ein gutes Wahlergebnis zu bekommen und das auch ganz klar angesagt hat und das auch mit seinem Schicksal verbunden hat. Menschen sagen oft, wir wollen klare Ansagen. Ja. Klarer ging die Ansage das nicht. Ist richtig. Das, glaube ich, ist überhaupt nicht vorwerfbar. Ich bedauere auch, dass das Parlament jetzt schwieriger zusammengesetzt ist, sage ich mal, aber man muss mal ehrlich sagen, die Grüne Partei hat im Osten sowieso schon Probleme gehabt und der Niedergang fing an, lange bevor Dietmar Woidke diese Aussage gemacht hat. Die FDP gibt es schon länger nicht, mehr Relevanz zumindest im Land. Und von daher ist das jetzt nicht so etwas, was man der Wahlkampfführung von Dietmar Woidke zuschreiben Aber kann. Aber was er jetzt auch geerbt hat, ist, dass er reden muss zum Beispiel mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie kennen sowohl Sarah Wagenknecht als auch Oskar Lafontaine. Sind das Menschen, mit denen Sie glauben, dass man vertrauensvoll regieren kann? Es ist die Frage der Alternative. Wir haben keine im Moment. Und das ist aber alternativlos, wollten wir ja nicht mehr sein. Ich habe ja nicht alternativlos gesagt, ich habe gesagt, das ist eine Frage. Aber geht das? Also wenn ich mir die Spitzenkandidaten des BSW anschaue in Brandenburg, dann sind das 2 Menschen, Robert Krumbach an der Spitze, die im Ministerien in Brandenburg mal eine Abteilung oder ein Referat geleitet haben. Dahinter steht der langjährige Intendant der Uckermärkischen Bühnen, bekannter Kulturpolitiker in Brandenburg, den wir auch sehr gut kennen. Also es ist nicht so, dass man völlig im Nirvana sich bewegt. Und ich habe schon die Hoffnung, dass da so viel Vernunft zusammenkommt, dass man die Aufgabe annimmt, diesem Land eine vernünftige Zukunft zu organisieren. Den Namen Lafontaine und Wagenknecht haben Sie jetzt gar nicht im Mund genommen. Dabei hatte ich nach dem. Die haben im Land nicht kandidiert. Ja, aber Frau Wagenknecht sagt, wer mit mir, mit meiner Partei regiert, muss auch mit mir reden. Ja gut, das haben ja die beiden anderen Kandidaten, also in Sachsen und Thüringen, wohl auch schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Dietmar Woidke das auch vorhat, aber die Hauptverhandlung
wird laufen mit denen, die im Lande gewählt sind. Und da spielt die Musik. Gucken wir mal auf die Ergebnisse. SPD-Wähler haben zu 75% gesagt, sie sind gar nicht von der SPD überzeugt, sondern sie wählen die Partei, um die AfD zu verhindern oder eine starke AfD. Und dann 53% sagen, ohne Dietmar Woidke würde ich nicht die SPD wählen. Kein gutes Zeugnis, nicht für die Partei und auch nicht für den Kanzler, oder? Also ich glaube, wir kommen zunehmend in die Zeit, oder wir sind schon in der Zeit drin, das spürt man ja allenthalben, wo Personen eine immer größere Rolle spielen. Das ja, ist eben einfach so. Und Dietmar Woidke ist eine überzeugende Person und hat deshalb diese Wahl auch dominiert. Und ist und der dass Kanzler er sich, eine überzeugende Person? Wie immer so schön beschrieben wird, völlig absentiert oder abgesetzt hat, hat da auch was damit zu tun, dass natürlich die Angst bestand und die war real, dass Themen, die eigentlich mit einer Landtagswahl nicht wirklich was zu tun haben, die Wahl dominieren. Wir haben wenige Monate vorher selbst bei der Kommunalwahl gemerkt, dass die Leute fast nur über Bundesthemen auf den Versammlungen geredet haben. Ich war jetzt viel unterwegs, habe es wieder wahrgenommen, dass es ganz schwer ist. Und Dietmar Woidke hat ganz bewusst diesen Punkt gesetzt, um zu sagen, Kinder, es geht hier um das Land Brandenburg. Weder um Bund noch um Europa, diesmal geht es um Brandenburg. Ja. Das war die Intention dahinter. Verstanden. Und nach Scholz gefragt, der ja jetzt eine Wahl führen soll im bundesweiten Wettbewerb, der richtige Mann dafür? Also da fragen Sie bei mir vielleicht oder mit mir den Falschen, weil ich schätze Olaf Scholz. Und zwar nicht nur, weil er in Potsdam wohnt, sondern ich halte ihn für einen klugen Menschen, der auch in komplexen Zusammenhängen denken kann. Ich vermisse auch manches, gesagt, es geht auch um keine Personen. Frage. Ich würde mir wünschen, dass Olaf Scholz manche Probleme auch empathischer überbringt an die Menschen, dass er auch deutlicher macht, er ist natürlich in dieser Koalition ein Stück untergegangen als Moderator, sage ich mal, und wenig erkennbar. Wir haben jetzt noch 12 Monate und ich hoffe, dass er erkennbar wird und dass das dann auch dazu führt, dass Menschen, die im Moment skeptisch ihm gegenüber sind, vielleicht wieder ein Stück Vertrauen mehr fassen. Wenn wir 12 Monate haben, glauben Sie daran? Ich glaube daran. Sie glauben nicht, dass Lindner Nein. eine Exit-Strategie hat, die diese 12 also Monate verkürzen könnten auf ein paar wenige? Ich frage mich, wenn ich sehe, was bringt das jetzt noch? Wir haben vielleicht noch bis März, April Zeit zu regieren. Aufgaben gibt es ohne Ende. Ja. Entschieden werden muss noch so vieles. Danach ist sowieso Wahlkampf. Was bringt das jetzt, einen Riesenaufriss zu machen, um vielleicht 5 Monate früher zu wählen? Sie haben es gerade gesagt, die Themen in diesem Wahlkampf waren solche, die eigentlich auf Landesebene nicht gelöst werden. Zum Beispiel eben Fragen von Krieg und Frieden. Die Ergebnis der Ostwahlen sagt Sevin Dadelen, die gleich hier sein wird, vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Ergebnis der Ostwahlen seien ein Votum für Friedensverhandlungen. Sehen Sie das auch so? Also man kann das zumindest in Teilen rauslesen. Ich habe bei den Veranstaltungen 2 Megathemen wahrgenommen, die sind auch haben sich ja überall auch mitgeteilt. Das war einmal das Thema Migration. Es gab keine Veranstaltung, wo das nicht auf die Tagesordnung kam. Hier, glaube ich, ist ein klassisches Beispiel zu sehen, dass man nicht nur richtige Entscheidungen treffen muss, sondern sie auch zum richtigen Zeitpunkt treffen muss. Wenn wir das, was die Bundesregierung, auch Europa, aber auch die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, vor ungefähr 4, 5 Jahren, der Druck war ja derselbe, beschlossen hätten, hätten wir manche Sorge gerade auf dem rechten Rand heute nicht. Das ist Migration. Ja, das ist Migration. Und bei Krieg und Frieden, glaube ich, kann man so sagen. Also es, wie gesagt, auch da gab es so gut wie keine Veranstaltung, wo sie dieses Thema nicht auf dem Tisch hatten. Eben. Und ich glaube, wir müssen uns hier angewöhnen. Es ist ja auch alles, was wir jetzt als Problem haben, auch eine Frage, haben wir immer die richtige Sprache gehabt? Haben wir die richtige Ansprache gewählt? Haben wir die Leute auf- und mitgenommen? Haben wir die richtige Politik gehabt? Naja, Sprache und Politik haben ja sehr viel miteinander zu tun. Und wenn wir jeden, der in den letzten Jahren Sorgen hat, dass der Frieden noch gefährdeter ist, als er schon ist, wir haben ja schon Krieg, dass das eskalieren kann, dass das übergreift, dass vielleicht sogar ein Atomkrieg draus wird, und dann immer gleich mit der Keule zu kommen, du bist ein Putin-Knecht, das bringt Leute eher noch ein Stück weg. Und diesen Fehler haben wir ja schon bei der Migration gemacht. Wir haben es in der Corona-Krise gemacht, dass jeder, der ein bisschen impfskeptisch war, zum Querdenker erklärt wurde. Das ist falsch. Das bringt Leute in die falschen Ecken. Und wenn wir da die Debatte mehr annehmen, mehr aufnehmen, uns auch die Mühe machen,
das auseinanderzuklamüsern und zu sagen, ich nehme deine Sorge wirklich ernst, dann haben wir schon ein kleines bisschen was gewonnen. Die meisten Menschen, die ich erlebt habe, sind nicht getrieben davon, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass die Ukraine, dass das dem ukrainischen Volk geholfen wird, dass dem Land geholfen wird, seine Souveränität zu wahren. Das ist nicht der Punkt. Die Frage aber, die kommt, und die ist nicht unberechtigt. Ihr habt jetzt 2-3 Jahre Waffen geliefert. Die nächsten 2-3 Jahre, liefert ihr wieder Waffen oder habt ihr noch einen weiteren Plan? So eine Frage ist berechtigt und mit der müssen wir umgehen. Ja. Und der Kanzler hat ja vor 14 Tagen auch begonnen, mit dieser Frage umzugehen. Ja, er hat von Frieden gesprochen und gleichzeitig US-Raketenstationierungen verkündet. Das ist natürlich so eine doppeldeutige. Wie bitte? Das Leben ist immer schwierig. Das ist jetzt sehr diplomatischer Platz. Das Leben ist schwierig. Das sind doch zwei unterschiedliche Signale, die also unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich bin darüber auch nicht glücklich. Ja. Und ich glaube, die Debatte muss auch noch geführt werden. Es gibt ja Menschen, die sagen, das gehört zu unserem verteidigungspolitischen Konzept. Ist eine Fehlstelle, die wir besetzen müssen. Andere sagen, die Fähigkeiten, die die NATO hat, sowohl zur See als auch zur Luft, ist den Russen schon so weit überlegen, dass wir das nicht brauchen. Auf jeden Fall hat das Wahlvolk und das Volk überhaupt ein Recht, dass so eine Maßnahme, die auch Erinnerungen weckt, die Ängste schürt, dass so eine Maßnahme anders erklärt wird, als das bisher passiert ist. Ist ja noch gar nicht debattiert worden, wir fangen gerade erst an. Sie sind immer bemüht gewesen um ein gutes Verhältnis zu Russland. Sie waren eben auch der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums. Sie haben diesen Vorsitz abgegeben nach dem Überfall auf die Ukraine. Auch einen Orden, den Sie bekommen haben, eine hohe Auszeichnung aus Russland. Sie haben das damals begründet, weil Sie gesagt haben, für meine Fehleinschätzungen übernehme ich die Verantwortung. Und Sie haben damals aber auch gleichzeitig gesagt, Ihnen fehlt die Fantasie, wie man mit Putin in Zukunft noch verhandeln soll. Haben Sie denn jetzt mehr Fantasie dafür, ob das jetzt besser geht? Wir werden es tun müssen. Ich glaube, dass über vielleicht gar nicht so lang, kurz oder lang, liegt es ja förmlich auf der Hand, dass verhandelt werden muss. Putin steht nach allem, was ich erfahre, was ich weiß, heute sicherer als vor 2-3 Jahren. Da es wurde ja orakelt, dass das vielleicht, dass dieser Krieg auch dazu führt, dass das alles wackelig wird, dass es bröcklich wird, kann man im Moment nicht beobachten. Sagt auch das einzige quasi freie Meinungsforschungsinstitut Levada dort in Russland, sodass wahrscheinlich überhaupt keine andere Möglichkeit besteht, als mit dem russischen Präsidenten zu reden und zu verhandeln. Was erwarten Sie denn von Ihrem Kanzler, Ihrer Regierung ja, an der Stelle? Ich erwarte mir, dass Diplomatie auch im Wording dessen, was man vorhat, was man plant, dass das zunehmend auch wieder eine Rolle spielt. Und dass man, Frank Steinmeier hat mal als Außenminister gesagt, der oberste Diplomat muss in schwierigen Situationen an 100 Türklinken fassen. Und wenn das umsonst war, muss er an die 101. Türklinke fassen. Und damit kann man hier vielleicht meinen, dass man über Wege wie Brasilien, Südafrika, Indien, China, alles schwierig, übermäßig schwierig. Oder auch direkte Kanäle. Ischinger hat mal davon gesprochen, in solchen Kriegssituationen muss auch Hinterzimmerpolitik eine Rolle spielen. Dass alle diese Kanäle wirklich mit aller Kraft auch bedient werden. Was ist im Osten passiert, wollte ich Sie fragen. Vielleicht dazu auch einen kleinen Rückblick, den machen wir jetzt auch mit einem kurzen Film. Sie sind während der Wiedervereinigung ja in die Politik gegangen, damals eben als bewegter, umweltbewegter Mensch. Und Matthias Platzek hat damals eingefordert, einen Respekt vor der Lebensleistung von DDR-Bürgern. Wir haben hier nicht 40 Jahre vor uns hin gedümpelt nur und nichts gemacht. Wir sollten auch das Selbstbewusstsein dazu entwickeln. Wir haben schließlich was zu bieten. Die DDR ist die Zentralregion Europas und hat damit zum Beispiel unheimliche Standortvorteile. Und mit denen sollten wir auch ein bisschen wuchern. Ich glaube, es gab spontan Applaus für den Bart im Publikum. Können Sie sich an diesen jungen Mann erinnern? Mühsam. Mühsam. Was ist denn damals schiefgelaufen oder anders gefragt, wenn man diese Lebensleistung der DDR-Bürger mehr, das nicht eben vor sich hin dümpeln, 40 Jahre lang beachtet hätte, hätten wir dann jetzt Wahlergebnisse wie diese hier im Osten? Es gehört auf jeden Fall zu dem zu dem gesamten Komplex, warum die Stimmung so ist, wie sie ist. Mir hat mein Psychologe gesagt, dass es individualpsychologisch so ähnlich ist wie gesellschaftspsychologisch. Wenn Sie in der Jugend Verletzungen, Missachtung oder gar Missbräuche oder was immer erlebt haben, sagt er, die liegen selten schon 2 Jahre später auf der Pritsche bei mir, sondern 20, 30, 40 Jahre später. Braucht Triggerpunkte, braucht bestimmte Situation und dann bricht es plötzlich raus. Und das, was wir jetzt erleben, ist auch eine Summe
von ganz vielen Ereignissen, wo wir nicht richtig und nicht gut gehandelt haben. Das zieht sich bis in die heutige Zeit. Mhm. Wir hatten ja die Einheitskommission, die übrigens ja auch gebildet wurde, weil man merkte, es klappt nicht so, wie wir uns das vor 30 Jahren vorgestellt haben. Und wir haben da in der Einheitskommission, der ich ja vorsitzen durfte, ein paar Punkte rausgearbeitet. Und einer der wesentlichen Punkte war, mangelnder Respekt vor demokratischen Institutionen im Osten Deutschlands hat auch damit zu tun, dass Ostdeutsche total unterrepräsentiert sind. Medien, Hochschulen, Gerichte, fast manchmal sogar knapp an der Null. Und dann sagen sie, das ist nicht meine Institution. Das sind ja Menschen, die hier nicht aus der Region kommen und nicht meine Menschen sind. Frage, diese Werte für AfD und BSW, ist das jetzt eine Momentaufnahme oder ist es etwas, womit wir in den nächsten Jahren oder dauerhaft einfach rechnen müssen? Also wenn ich mich im europäischen Ausland umgucke, wird das wohl keine Eintagsfliege sein. Zwei Tage, sondern drei Tage? Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut Parteien, die es schon länger gibt, ich vermeide das Wort etablierte Parteien. Wir haben darüber geredet, wie man das wie gut sagt, die Politik. Wir haben jetzt, wie gesagt, ich beziehe das jetzt mal auf mein Bundesland, wir haben eine Bewährungschance. Und wenn die gut genutzt wird, wird sich manches auch zum Guten wenden. Und wenn wir die nicht gut nutzen, werden wir länger damit zu tun haben. Aber dass das Parteiensystem generell in einem Wandel begriffen ist, ich glaube, das kann man nicht komplett aufhalten. Ah, vielen Dank für den Einblick heute. Matthias Platzek, danke fürs Kommen. Danke auch. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.